Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus dem Hotel. Ich bin vor ungefähr einer Stunde vielleicht angekommen. Ich bin seit heute Morgen um 10:30 Uhr unterwegs gewesen und war kurz nach 18 Uhr hier im Hotel. Es war ein sehr anstrengender und langer Tag. Die Zugfahrt an sich war voll in Ordnung. Ich bin mit dem ICE gefahren in der ersten Klasse, weil es ja von der Agentur übernommen wird. Ich habe ja morgen eine Schulung in Düsseldorf und bin erstmal nach Essen gefahren, um den Mietwagen abzuholen. Die hätten mich aber ruhig mal vorwarnen können, dass es nicht einfach nur ein Auto ist, sondern ein Transporter. Zum Glück bin ich schon mal mit einem Transporter gefahren, aber es war trotzdem erstmal ungewohnt und komisch, vor allem weil es Automatik ist und ich mich erstmal gar nicht zurechtgefunden habe und gar nicht wusste, wie man den Rückwärtsgang einlegt. Und ich war völligst unvorbereitet. Es war auch kein Handbuch da, wo man was hätte nachschauen können. Ich hatte euch ja am Wochenende mal kurz wissen lassen, dass ich eben in Essen bzw. in Düsseldorf dann bin für eine Schulung. Denn ich werde die nächsten Wochen sehr viel arbeiten. Ich bin bei einer Aktion dabei, bei einer Verkostungsaktion von vegetarischen Schnitzeln. Ich werde aber hier keine Werbung dafür machen, weil die halt leider nicht vegan sind. Deswegen. Ja, werde ich das nicht so viel mit euch teilen. Heute habe ich eben den Tag für die Anreise gehabt und für Abholung von einem Transporter und morgen ist dann die Schulung und dann werde ich mir entweder noch ein bisschen was von Düsseldorf anschauen oder ich fahre nach Mönchengladbach zu meiner Großtante und dann werde ich da noch mal 1 oder 2 Tage bleiben und vielleicht mal in die Niederlande fahren, also nach Venlo, das ist nicht so weit von dort aus und komme dann erst am Donnerstag voraussichtlich wieder zurück. Und am Samstag gehe ich bei uns auf Flohmarkt und war ja schon länger nicht mehr, will ein bisschen Sachen loswerden, weil ich jetzt so meine ganzen Kinderspielsachen von daheim mitgenommen habe. Und deswegen werde ich den ganzen Freitag wahrscheinlich Sachen zusammenpacken und da hinfahren und schon mal aufbauen. Das heißt, wenn ich Donnerstagabend heimkomme, habe ich Freitag und Samstag auch gleich nochmal Action. Also die Woche ist voll. Am Wochenende war ich ja auch weg, da war ich auf Rakozzi in Bad Kissingen. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber ist gerade viel los bei mir. Ich teile hier gerade meinen Apfel mit so einer Ente. Ich glaube, mein Apfel ist gleich weg.
you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm